Katze. Ich komme gleich zu dir. Da ist noch... Krempeln Sie bitte den Ärmel hoch. Was? Moment mal. Das ist eine große Spritze, die werden Sie mir auf keinen Fall verpassen. Miss Kidman, Sie haben dem zugestimmt. Vergessen Sie das nicht. Wir haben nichts Böses im Sinn. Das ist nur Vorschrift. Wissen Sie, was Vorschrift ist? Jemanden, der eine Spritze bekommt, zu sagen, wo sie ist und was sie scheint... Au! Mann, das hat wehgetan. Hey Leute, was soll das? Ist hier jemand? Erst die Spritze und dann dieses abgefahrene Video in der Endlosschleife? Verdammt tolle medizinische Forschung, die Sie hier betreiben. Wurde auch Zeit. Okay, kann ich jetzt gehen? Noch nicht, Miss Kidman. Wie fühlen Sie sich? Kopfschmerzen? Nasenbluten vielleicht? Was? Nein. Aber ich fühle mich etwas seltsam. Als wäre ich unter Wasser. Das ist eine der Nebenwirkungen der Verbindung. Sie müssen noch einen letzten Test absolvieren. Dann können Sie gehen. Okay. Dann los, würde ich sagen. Gut. Ich werde Ihnen nun einige Fragen stellen. Sie beantworten sie und betrachten dabei die Bilder vor Ihnen. Lassen Sie die Augen auf dem Bildschirm. Alles klar? Ja. Frage Nummer 1. Haben Sie sich schon mal von denen verlassen gefühlt, denen Sie trauen? Interessant. Hallo Katze. Von der fühle ich mich jedenfalls schon mal nicht verlassen. Gut. Okay. Das kann ja nun tatsächlich nicht mehr so lange dauern, ne? Oh, guck mal, Munition. Großartig. Ach, ist das jetzt... Hä? Ja gut, das scheint alles gewesen zu sein. Nur noch Schrotflinte, keine Pistole mehr. Ich wünschte mir, ich hätte ein bisschen was von beidem. Sie haben sich uns angeschlossen. Aus freien Stücken. Ha. Aber wir haben uns um sie gekümmert. Sie aus ihrem erbärmlichen Leben geholt. Wir gaben ihnen einen Grund zum Leben. Und wie danken sie es uns, indem sie unsere Arbeit vernichten? Wo wollen sie hin, wenn sie uns verlassen, Kid? Wer nimmt sie auf? Warum geben sie unsere Sache auf? Was wollen sie retten? Eine Welt, die sich nie um sie gekümmert hat. Ja. Genau. Okay, diese Tür ist nicht passierbar. Ich nehme an, dass ich da auch raus muss. Liegt hier noch irgendwas rum? Munition oder so? Tralala, hopsasa. Irgendwas Lustiges? Ich glaube nicht. Es sieht nicht so aus. Es regnet auch noch. Mit allem hätte ich gerechnet, nur nicht mit Regen. Hier liegt auch nicht zufällig irgendwo noch Munition rum. Ich glaube, ich brauche gleich welche. Aber da drin, also wenn ich welche brauche, liegt da drin bestimmt massenhaft Munition rum. Aber ob ich dann dazu komme, die immer wieder aufzusammeln. Lassen wir uns überraschen. Es endet hier und jetzt. Das hoffe ich. Guck mal, eine Tür. Kann ich nicht rein. Da kann ich rein. Sie kommen mich holen. Ich weiß nicht wie, aber Sie wissen alles. Sie wissen sogar von Leslie. Verstecken ist nun zwecklos. Ich gehe ins System und liefere den Beweis, dass sich das alles gelohnt hat. Ich werde Sie überzeugen, dass ich das nicht für mich, sondern für Sie getan habe. Nur noch die letzten Einstellungen. Dann werde ich mit Leslie in den Stam gehen und ihn aktivieren. Das Funksignal wird in der Nähe zu hören sein. Es wird auch einige Unschuldige treffen, aber wie ich immer sage, der Zweck heiligt die Mittel. Dann wird Mobius endlich erkennen, dass ich einer ihrer Auserwählten bin. Ruben ist nur ein Geist. Ich bin ihr Retter.
Ihr Plan ist nichts ohne mich. Da ist einiges schiefgelaufen, Doktorchen. Da ist einiges schiefgelaufen. Das hast du alles irgendwie dir anders vorgestellt, nicht? Ja, ja. Oh! Okay, ich weiß es jetzt nicht, was das mir bringen soll, dass ich die Toten hier liegen sehe. Sollte es an dem sein, dass ich die, dass hier vielleicht der ganze Gang voller oder halt voller dieser Leute liegt, die mich dann immer angreifen wollen? Vielleicht muss ich mich nur mit der Taschenlampe hier irgendwie durchtasten. Ich würde gerne probieren, da reinzugehen. Da geht's sogar. Nee? Da geht's nicht rein. Dann gehen wir auch nicht da rein. Liegen da noch mehr rum? Das ist doch auch wieder irgendwie. Nee. Das ist nichts. Und hier? Ja, da geht auch nichts. Lass uns einfach mal davon ausgehen, dass da nichts mehr ist. Das ist Munition. Wie voll. Konnte ich vorher nicht irgendwie mehr tragen? Na, tolle Wurst. Oh, da ist was drin. Komm nicht rein. Okay, ich kann keine Munition mehr aufnehmen. Schade. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Weil ich hätte Platz. Und Bedarf. Oh, oh. Okay. Ich glaube, es ist jetzt an dem, mich wieder durch den Gang hier zurückzukämpfen. Ah, Alter, hörst du auf? Wieder auf? Oh mein Gott. Geht nicht. Es wird so nicht funktionieren. Ich bilde mir auch ein, dass diese Kreatur mit hundertprozentiger Sicherheit irgendwie irgendwann neben mir aufsteht, aber ich muss auf Abstand versuchen zu bleiben. Also der hier, der kommt als erstes aus der Tür. Komm. Nächster. Das ist jetzt eine Scheißsituation. Jetzt habe ich ja nicht mal mehr genug Munition, um... Obwohl, vielleicht habe ich Glück. Vielleicht habe ich Glück. Es sieht gar nicht so übel aus. Es sieht so übel gar nicht aus. Okay, okay, okay. Kann ich da durch? Bitte. Die Tür ist zu. Das ist doch nicht zu fassen. Es ist so aufregend. Wo soll ich denn jetzt hin? Oh, jetzt ist er offen. Es ist in Ordnung. Ich muss jetzt einfach hoffen, dass ich keinem mehr über den Weg laufe. Ach, oh, Gott sei Dank. Sieht gut aus. Puh. Also es sind eindeutig mehr Gegner, als ich Munition jemals gehabt hätte. Und es war garantiert auch nicht so vorgesehen, dass... Sie beantworten unsere Fragen nicht. Etwa aus Angst. Angst ist etwas Subtiles. Aber erlebt man wahre Angst, wird man kontrollierbar. Meinst du? Man wird formbar. Stem ist unfehlbar. Eine Maschine, die auf Angst basiert.
In gewisser Weise ist sie perfekt für unsere Zwecke. Er ist immer ein bisschen näher. Sie werden die Erste sein. Sie werden sich der Angst beugen oder sterben. Sie werden ein Beispiel für das sein, was aus uns werden wird. Das sieht nach Finale aus, so ein bisschen, ne? Okay. Ja, was ich vorher eigentlich sagen wollte, war, dass der Nachschub an Gegnern da unten wahrscheinlich niemals nachgelassen hätte, hätte ich versucht, alle zu töten. Warte, geh da nicht rein! Ach, Leslie, du machst immer Sachen. Moment, es war irgendwas mit X-Grad. Das bin ich. Ich bin angeschlossen. Wie alle anderen auch. Ja, und wer ist hier? Ich komme hier raus. Das ist ein Sack, okay. Irgendwo ist noch... Das ist Leslie. Das ist Leslie, aber der ist doch gerade eben... Ja, okay. Ich bin ja auch zweimal da. Irgendwo hier ist noch... Das ist der Dr. Jimenez. Irgendwo hier ist noch der Castellanos, der... Sebastian? Na, Sebi, alles cool. Ja, der Rest sind irgendwelche Fleischsäcke. Wer sind das hier? Der ist auch... Ja, der... Ich glaube, der heißt Oscar. Oder hieß, oder wie auch immer. Keine Ahnung. Und das bin wieder ich. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen, ohne gesehen zu haben, wo ich lang muss. Ich werde wohl... da lang müssen. Oder ich muss mich irgendwo... Nö, ich muss da lang. Erstmal. Geiler Scheiß, oder? Es ist da. Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige. Leslie, halt!